Der Berliner Flughafen hat zum Kofferchaos noch ein Regenchaos dazu bekommen. Des Weiteren haben wir einen Deal, so einen Deal in der Premium Economy von Nordamerika nach Berlin unter 700 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar unter 700 Dollar. Und wir haben nochmal Neuigkeiten aus dem Bereich 787 von der Lufthansa und vom Streik im Cockpit. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ihr hattet nachgefragt, ob ich euch Consulting geben kann. Ja, kann ich. Und ich habe ja auch ein 15-minütiges kostenloses Consulting-Programm, was ihr übrigens unten findet, wenn ihr über den Link geht. Wenn ihr aber sagt, ihr braucht etwas mehr, ihr braucht mehr aus dem Bereich Meilen, Punkte, Status, ihr wollt euch besser aufstellen, ihr wollt einfach anfangen zu sammeln, weil ihr festgestellt habt, welche Macht, welchen Wert die Meilen haben, dann haben wir da verschiedene Pakete. Abgesehen davon, das Erstgespräch von 15 Minuten ist kostenlos, das empfehle ich jedem. Und wenn ihr dann sagt, hey, wir wollen in die Tiefe gehen, dann gibt es die 60 Minuten, die kosten 129 Euro. Oder wenn ihr sagt, nein, ich möchte noch mal was noch tiefer geht, das ist dann bei 300 Euro, also 299 Euro, was 3 Stunden sind. Diese 3 Stunden könnt ihr halt aufteilen über 3-mal jeweils 1 Stunde. Und ihr bekommt dann zusätzlich nochmal Zugang zur VIP-Gruppe auf Facebook. Wenn ihr sagt, alles mir zu wenig, ich möchte, dass du mich 1 Jahr lang begleitest, dass wir alles machen, außer buchen zum Beispiel, sondern wirklich einfach immer für euch da sind, dann haben wir die Möglichkeit, das First-Class-Paket zu buchen. Da bekommt ihr natürlich auch den Zugang zur VIP-Lounge, kostet 899 Euro. Dann habt ihr 365 Tage Zeit, mich zu löchern und zu penetrieren zum Thema Meilenpunkte und Status. Links, wie immer, findet ihr unten. Wenn ihr Fragen dazu habt, bucht einfach die kostenlose Erstberatung. Ist wie beim Anwalt. Wenn ich spreche 15 Minuten lang, kostet euch das nichts. Aber dann wisst ihr zumindest schon mal, wo ihr dran seid, wo ihr anfangen müsst, euch mehr zu optimieren, ob es die Kreditkarten sind, ob es die Flüge sind oder ob es einfach das falsche Meilenprogramm ist, wo ihr sammelt. Das erste Thema ist eigentlich ein Thema, wo ich auch Consulting machen sollte, aber da würde man selbst mit den 899 nicht auskommen. Da müsste ich, glaube ich, viel Geld nehmen, den Berliner Flughafen. Und zwar Freitag ging da zeitweise gar nichts mehr. Gegen 15 Uhr haben die Bodendienstleister wegen Unwetter die Abfertigung eingestellt. Normalerweise ist es ja so, dass es dann so wegen Blitz oder Donner und so weiter und so fort passiert. Aber es mussten die Rollwege gereinigt werden. Und dann gab es noch eine Ausnahmesituation im Inneren des Flughafengebäudes, in einem Raum, in dem eine Sicherheitskontrolle für das Flughafenpersonal untergebracht ist. Und ich musste leider lachen, es tut mir leid. Lief das Wasser neben einem Lüftungsschacht in einem dicken Strahl von der Decke. Kannst du dir nicht ausdenken, kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln. Und das Spannendste ist halt auch, dass ein angeschlossener, überdachter Versorgungsparkplatz glich zeitweise einem Schwimmbad. Also das heißt, man hat da ein Freibad fast draus gemacht. Unglaublich. Normal haben hier die Lieferanten ihre Zu- und Abwege. Das heißt also, sie bringen dann ihre Waren zu den Flughafengeschäften und das Regenwasser stand knöchelhoch auf dem Asphalt. Der Taxistand am Terminal 1 war auch überflutet und jetzt, ich komme da nicht drüber hinweg. Ihr seht ja auch die Bilder, die ich euch hier einblende. Besonders eklig, was bei den Koffern ist, ist halt wirklich, dass durch die Hitze da sind wahrscheinlich Lebensmittel drin, die stinken wie Otze. Also das ist unglaublich, die verlieren Flüssigkeit. Das ist wie verwestes Fleisch. Ich meine, gut, ich habe ja, habe ich schon mal, also ich nehme selten Fleisch mit. Aber eigentlich gar nicht. Ab und zu mal vielleicht Zwiebel, Mettwurst oder sowas. Aber dann auch nur zur kälteren Jahreszeit, genau aus diesem Grund, weil ich da keinen Bock habe, dass das von alleine aus dem Koffer läuft, auch selbst wenn man nur 5 Stunden unterwegs war. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es in Tegel das auch gab. Da waren es Einzelfälle, aber dieser Gestank, der muss ja unmenschlich sein. Und ich habe es auch bei dem Kollegen, ich glaube, Düsseldorf Flughafen war das, der da seinen Koffer geholt hat, der durch die Hallen gerannt ist, der hat ja auch gesagt, dass das echter Verwesungsgeruch ist.
dass das jenseits von Gut und Böse ist. Also da ist anscheinend der Geruch von Pansen, die den Hund haben, wissen, wie Pansen stinkt, anscheinend dann noch olfaktorisch eher ein Parfüm als das, was einem da an Verrottung entgegengekommen ist. Ja, hast du kein Glück, kommt auch noch Pech dazu. Das ist wie im Fußball am Berliner Flughafen. Ja, ich weiß, Königs Wusterhausen und so. Aber nichtsdestotrotz, hofft nicht, kriegt das in den Griff und kriegt die Koffer auch bald wieder zurück. Die Piloten und Pilotinnen der deutschen Lufthansa AG haben immer weiter um eine Verhandlungslösung geringt. Oder gerungen? Gerungen ist richtig gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man bis zum kommenden Dienstag, dem 30. August, einen erneuten Gesprächstermin vereinbart hat. Bis dahin werde es keinen Streiks geben. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Und ich hoffe, dass dieser Druck des Streiks, den die Lufthansa hat, die Lufthansa auch beflügelt, da nochmal zu einer Lösung zu kommen. Ich wollte euch das sagen, also wer bis Dienstag fliegt, hat keinen Streik. Aber danach können sie jederzeit streiken. Also die sind ja streikfähig, streikfertig und zu allem bereit. Wer auch zu allem bereit ist, ist die Lufthansa. Und die Lufthansa hat ja mit Freude verkündet, dass man die Delta Alpha Bravo Papa Alpha, das ist eine Boeing 787-9 mit dem Namen Berlin, in Frankfurt erwartet. Ja, ganz genau. Also nachdem es da einen Auslieferungsstopp gegeben hat, soll der Flieger dann am Montag in Frankfurt landen. Und das wäre mal eine geile Geschichte, dass das diesen Monat dann noch geklappt hat. 29. ist natürlich relativ Knopf auf Spitz, aber eine sehr, sehr coole Geschichte. Zum Interieur und zu alles habe ich ja genug gesagt. Und ich denke einfach mal, wenn der Flieger morgen, das ist der erste von 32 Stück, nach Frankfurt startet, werden viele von euch das eventuell auch auf Flight Radar verfolgen. Ich könnte es verstehen. Und ich finde es eine sehr gute News. Scandinavian Airlines, SAS, von New York über, und jetzt festhalten, natürlich Stockholm oder Kopenhagen, glaube ich. Ich muss mir das selber gerade mal angucken, was ich mir da selber rausgesucht hatte. Das war Kopenhagen nach Berlin. 690 US-Dollar, also unter 700 Euro. Die Buchungsklasse ist A und es gibt keine Restriktionen in Bezug auf Tag und auf irgendwelche anderen. Wichtig ist, dass man einen Sonntag bleiben muss. Der maximale Aufenthalt ist wie immer 3 Monate. Das Ticket ist nicht refundierbar und die Ticketcharge, um es zu reissuen, zusätzlich zu der Fairbase-Differenz, wären 300 US-Dollar. Was wollen wir noch dazu sagen? Es ist, ist das eigentlich? Nee, es ist ein Airbus A330, also insofern auch ein altes, klassisches Gerät. Was euch natürlich immer wieder spannend und wie immer fragend begleitet sind, natürlich 17.910 Meilen gibt es bei Air China. Dann geht es weiter bei Air India 17.804, genau wie bei TAP, bei der Copa, bei der Avianca, bei der Egypt, bei der Aegean, beim Türken gibt es 13.354. Bei der Virgin Atlantic gibt es 11.760, South African 11.300 und dann bei der Scandinavian Airlines gibt es nur 11.000 Meilen und bei der Lufthansa gibt es sogar weniger. Da gibt es nämlich 9.340 Meilen. Wenn ihr bei Scandinavian Airlines sammelt, gibt es da natürlich noch einen kleinen Bonus, wenn ihr da einen Status habt, ganz wichtig. Aber auch hier wieder, hey, die Warnung ist wie immer New Zealand mit 0 Meilen. Und ja, was soll ich dazu sagen, Air New Zealand, was ist bei euch kaputt? Also nichtsdestotrotz danke, dass ihr heute am Samstag bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid bei der heutigen Folge. Wir waren heute relativ kurz und schnell und bündig bei der Sache. Verzeiht mir die Werbung, aber ihr habt ja danach gefragt. Deshalb habe ich das für euch nochmal heute alles neu aufgesetzt. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und ganz, ganz wichtig, holt euch doch so eine Consulting-Geschichte. Die kostenlose oder vielleicht für 129 Euro, vielleicht für 299 Euro. Ihr wisst es. Also, bis bald und vielleicht auch bis zum Stammtisch. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen. Ciao.